Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur ersten Folge der FC Venedig-Karriere. Ja Leute, warum mache ich eine neue Karriere jetzt, obwohl Darmstadt und Nottingham Forest gerade am Laufen ist? Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, ich bin bei Darmstadt rausgeschmissen worden, ne? Obwohl wir aufgestiegen sind mit einem unfassbar guten Team. Heißt, wir starten eine neue Saison. Ich habe mir aber zuerst überlegt, dass ich mit Kaiserslautern reinstarten werde. Also als wir entlassen wurden, haben wir ein Angebot von Kaiserslautern bekommen. Problem ist halt, dass die jetzt wieder in der dritten Liga sind. Wenn in der zweiten Liga gewesen wären, ja vielleicht. Jetzt machen wir das Ganze mit Venedig in Italien. Wir können direkt das Turnier auswählen. Ich würde sagen, European International Cup wählen wir dann aus. Und dann würde ich sagen, mache ich die ganzen Sachen erstmal. So, starten wir rein mit diesem Team. Wir haben einige Baustellen. Unser Torhüter ist 34. Mal schauen, wenn der Hochmarkt wird, dann können wir den verkaufen. Mit Romero starten wir ein Tor. Die Abwehr, Harps, den kenne ich. Modolo, Caldara kenne ich. Und Ebuehi. Dann im Mittelfeld Perez, Busio und Empedu. Empedu ist jung, genauso wie Busio, das auch ist 19. Vorne im Sturm Henry, der ist 26. Dann haben wir Johnson, der ist 23. Grigoi, der ist 25. Also wir haben gar nicht so ein altes Team, haben natürlich schon ein paar alte Spieler, einen riesen Kader. Wir haben auch noch Sigurdsson, der auch erst 22 ist, den habe ich komplett vergessen. Den könnten wir vielleicht dann hier mit Perez reinpacken und dann Busio hier rein. Da können wir die vielleicht umformen, je nachdem. Dann haben wir auch noch Heymans. Den kenne ich, glaube ich, noch aus irgendeiner Karriere. War das Duisburg oder Aue in FIFA 21. Okereke haben wir, der auch noch extrem jung ist. Also einige coole Spieler. Das ist das Team. Hier haben wir auch noch Dezi. Also einige richtig geile Spieler. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal den Kader an. Also Spieler, die ich auf die Transferliste setze. Und das tut weh zu sehen. Guck mal, wer hier alles ausgeliehen ist. Die haben zwar nicht alle so den Riesenmarktwert, außer halt Caldara. Vielleicht wenn wir ein bisschen Geld einnehmen können. Ich möchte auf jeden Fall Empedu, Sigurdsson, Okereke. Die drei möchte ich auf jeden Fall behalten. Wir müssen einfach mal schauen, aber erstmal gucke ich den Kader durch. Dann sehen wir hier die Jugendspieler, die sind aber alle nichts. Das heißt, die werden wir alle ablehnen. Mit dem Scout müssen wir schauen. Ich denke mal, wir können da nochmal einen holen. Vielleicht finden wir da einen richtig, richtig guten. Müssen wir mal schauen. Wir haben ja einen hier schon vor, Flavio Franco. Okay, der ist ja richtig gut. Dann geht er mal 9 Monate nach Italien. Und ansonsten haben wir hier noch einen Scout, Sinan Demirci. Ach komm, wir riskieren es. Wir haben in den letzten Karrieren keine guten Jugendspieler gefunden. Hier holen wir dann nochmal einen. Wir schicken dann für 9 Monate dann nach Spanien. Dann sehen wir die Transferliste mit MaNP. Wir haben ganz, ganz viele alte Spieler. Dann Leserini, Bertinato, Modolo, Ceccaroni, Molinaro, Schneek, Tessmann, Vaca, Grignoi, Chico, keine Ahnung, wer das ist, Biakason, Zigoni, Bocalon, Forte, das sind die Spieler. Wir sehen es auch hier, 6, 37, 36, 32, viel über 30. Ich hoffe, die kann ich erstmal richtig loswerden. Erstes Spiel gegen Union Berlin hier im Vorbereitungsturnier. Gehen wir direkt rein und wir verlieren mit 3:0. Kedira trifft doppelt und Prömmel. Nächstes Spiel gegen Huesca, die haben ihr Spiel gegen den FC Reading gewonnen. Können wir hier bestehen, 3:1. Busio, Henry trifft doppelt, der verschießt sogar noch 11 Meter. Und Manu Molina trifft bei Huesca. Letztes Spiel gegen den FC Reading, die haben einen Punkt. Wir müssen eigentlich gewinnen, um weiterzukommen. Verlieren mit 13:0, sind leider raus. Luis Porta trifft doppelt und Maite. Dann sehen wir Turnierpreisgeld 1,25 Millionen. Unser Innenverteidiger Modolo hat uns verlassen. 920.000. Forte 2,5 Millionen. 2 neumonatige Scouting-Updates. Die allerersten. Pietro Santoro. Da ist er und er ist heute. Vielleicht können wir dann Romero verkaufen und ihn dann quasi sozusagen einsetzen, ne? Ist hier ansonsten noch irgendwas dabei? Moretti vielleicht? Jawohl, Luciano Moretti. Und jetzt kommt der mit 5 Sterne. Was bringt er? Ah, die haben halt so gutes Potenzial, aber diese Gesamtstärke, die gefällt mir noch nicht. Para können wir mal mitnehmen. Aber ansonsten ist nichts Gutes dabei. Dann sehen wir Arnor Sigurdsson, der ist ja eben schon bei uns. Ich möchte ihn jetzt fix machen. Wir zahlen nur 800.000 mehr wie der Marktwert. Der ist halt unfassbar stark, würde ich sagen. Machen wir einen Deal fix. Er macht alles von sich aus. 100.000 Einstiegsbonus. Rotation, 5 Jahre, keine Freigabesumme. 11.500 Marktwert, Marktwertgehalt. Das akzeptiert er und damit haben wir Arnor Sigurdsson sicher bei uns. Das erste Spiel nehmen wir direkt mit, gegen den FC Turin. Ich glaube nicht, dass wir hier viel reißen werden. Wir schauen einfach mal. Wir verlieren dann im Elfmeterschießen mit 4:3. Dann sehen wir Domen Gnigov
verlässt uns für 2,75 zu Sheffield, allein wegen Namen muss er weg. Und Ricciardo Boccolan zu Union SG für 760.000. Drei neue Spieler, beziehungsweise Spieler, die bei uns sind, möchte ich jetzt fix machen. Mpedu, Okereke und Sofian Kini. Dann haben wir die drei Spieler. Even Mpedu 20.000 Gehalt, sein Marktwert ist geblieben. Okereke 15.000 Gehalt, Marktwert ist glaube ich sogar hochgegangen. Ne, das ist auch geblieben. Und bei Kini 14.500, sein Marktwert ist auch geblieben. Und dann sind wir in der Folge. Oder wie sah mich die Folge gefallen, like ich ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.